So, let's get it. Noch nicht ganz aufgegessen, aber schon viel gut danach. Kann man Spiele einfach zwischen den Games auswechseln? Nein, geht nicht einfach so. Du musst eingetragene Subs haben. Wenn du eingetragene Subs hast, darfst du sie auswechseln. Hier wurden jetzt gerade Fischer und Dylan ausgewechselt für Mihil und Kaomi. Kaomi kennen wir vom letzten Split. Mihil haben wir ein bisschen gesehen in der Akademie. Ja, die Cast rüber gehört, denn die haben mehr Academy Games gecastet als ich von der zweiten Liga in Korea. Mihil wohl Cassante Montrick. Ich habe ihn nur, glaube ich, einmal gegen Timon Academy kommentiert. Im letzten Spring Split. Und das kann man machen. Ich glaube, die Änderung hier nicht wirklich sinnvoll. Ich denke, Mihil ist um einige schlechter als Dünn, hat manchmal so Upset-Potenzial, gerade auf seinem Cassante. Und Cormier auf jeden Fall schlechter als Fischer. Zumindest von dem, was wir bisher in Lennings Face gesehen haben, hat Fischer da echt gut ausgesehen. Aber mal sehen. Man will ja auf jeden Fall ein paar mehr Veteranen sammeln wir reinholen in Midlane. Und in den Rookie wieder auf die Bank setzen. Ich glaube, im Endeffekt weiß Snoke schon auch einfach Erfahrung ranholen, ist kein Problem. Denn egal wer spielt gegen T1, wird unwahrscheinlich, dass man gewinnt. Ja, ist die gleiche Draft, bloß das letzte Runde Tristana Nautilus gepickt wurde. Jetzt hier Nautilus Tristana, ansonsten ist es exakt identisch. Owen hat hier die ganze Zeit auch Nidalee gehovert, um eine Viego einzuloggen. Ein Viego gibt auch theoretisch mehr Sinn, außer du willst Nidalee mitnehmen und dann Ornn picken und Faker spielt irgendein AD Midlaner. Kann sein, dass Faker sagt, gegen Cormis Tristana spiele ich auch einen Yone oder sowas und muss ich also hier picken. Aber warum würdest du... Ja, okay, sie ändern. Sie gehen für den Ornn-Winkel. Ja, der wurde letzte Runde gebannt. Haben Kenshin auf jeden Fall auch ein bisschen gestunken. Wir haben schon viel darüber geredet, warum in Game 1 nur der Ornn hilfreich war oder hilfreich gewesen wäre und warum er gebannt wurde. Das heißt, die Adaption von Viego zu Ornn erfolgt. Sieg trotzdem wahrscheinlich der Pick, den du haben möchtest. Hätte letzte Runde sogar Smolder gehen können gegen Tam Kench, aber... Auf gar keinen Fall Smolder gegen Ornn. Viel zu viel Ullin-Pressure. Tamkench macht viel weniger. Von daher Sieg ist durchaus sinnvoll. Man spielt also das Gleiche, wenn auch mit anderen Spielern bei Nongshim. Und sagt, wir wollen im Early-Game Platten generieren. Sieg, Tristana die Turrets nehmen lassen, damit wir irgendwie Gold haben, um T1 zu besiegen. Über Marco wird es sonst einfach härter. Did end up getting POG, much to Huni and Ox's chagrin. Yeah. And it definitely might have some PTSD as well on the team for the unfortunate. Wenn ich die Draft sehe, wünsche ich mir direkt vieles Draft. Ja, würde mir auch mehr Spaß machen zu kommentieren, mehr Champions safe. Aber wird ja vielleicht kommen. Der JCK macht es ja in der zweiten Liga, wenn es da gut performt. Werden sie es wahrscheinlich auch in die erste Liga nehmen. Vielleicht schon nächstes Jahr, vielleicht erst übernächstes. Aber vielleicht schon nächstes, who knows. We will see. Jetzt wird die Katz gebannt, der Cannon ebenfalls und vielleicht noch der Viego. Also es wäre schon sehr dumm von Nongshim, T1 Bessie die gleiche Com zu geben. Bloß halt mit einem Upgrade auf Support. Deswegen schrecken sie jetzt gerade Toplane ein und Viego. Also sie erlauben sie nicht nochmal die gleiche Com zu spielen mit einem Upgrade auf Support. Oh, das ist ja so lästig mit diesen Kaki Modes. Warum ist das so? Warum ist das so, Chat? Was ist das für eine Scheiße? Kann es auch random die In-Game kommen? Was ist das für eine Scheiße? Kann ich das ausmachen? Das ist ja so kacke. Einstellung. Mach diese Scheiße weg. Komischen fliegenden Scheiß-Smilies. Wo geht das? Songänderung im Kino muss anzeigen. Was für Songänderung? Chat, wo macht man das aus? Warum muss ich jetzt auf YouTube wechseln, weil damit ich mir das nicht geben will? Du kannst es nicht ausmachen und den Preis hochsetzen. Oh, das ist ja so scheiße. Also das kann nur ich als Streamer ausmachen, ja? Nicht. Das ist ja so kacke. What? Mach diese Änderung, mach das weg, Chat. Oh, ist das cringe. Oh, ist das cringe, dass er wie ich dich... Oh, nee, Alter, ich kann das nicht mehr. Hovering Karthus for the minute, but the Vi, whether Karthus Azir is the way, and like you say, the Vi obviously. Du musst mir fucking Tylerons Kopf und Kaelrits Kopf angucken. What the fuck is this shit? Was ist das für eine fucking Änderung? Kann es jetzt das ganze Game überkommen? That is not what I expected. But there's not really much ranged top lane options left to try to deal with this Cassante in Digga. The Gnar is still available and could have been played here and they could have run back the draft right completely. The Aatrox is going to have a very different mid game and it's with John Cena's Kopf. Oh mein Gott, aber ich bin ein großer Fan von Aatrox. Der ist noch nicht geändert worden. Ich kann ihm noch Lethality gehen.
Ja, so, Twitch will auch wirklich ihre Plattform maximal monetizen, weil sie immer noch nicht irgendwie wirtschaftlich sind scheinbar. Aber, also, ich weiß nicht, das ist so hartes Downgrade wieder. Ich hasse sowas. Manche so Game 5 Worlds Teamfight und nicht alles, was du siehst, sind so Emotes von irgendwelchen random Twitchern, die 80 Cent ausgegeben haben. Aber scheinbar hat es jetzt aufgehört. Vielleicht hat die LCK es einfach jetzt ausgemacht, wenn wir in-game gehen. Weil es war bisher nur in zwischen den Games so. Also ich glaube, in-game wird es hoffentlich fein sein. Mal sehen. Das beste Feature seit langem. Ist das das beste? Warum Tragödie? Warte, habt ihr es bei mir auch schon gemacht, ohne dass ich es gesehen habe? Das ist bei dir oder nicht, Tolki? Nee, ich gucke einfach den LCK-Stream. Cassante Guides, obviously his most played by double that of the Aatrox, at least more recently. And das war die ganze Zeit bei dir. Bro, das ist einfach in dem Browser gerade drin, das ist nicht bei mir. Wenn ich einen anderen Streamer mache, ist es nicht da, es ist nur beim LCK-Stream. Das ist nicht von, das ist doch nicht von mir, what do you mean? Das ist beim LCK-Stream. Ist es? Alright, here we are, ladies and gentlemen. Mach weg jetzt! Mach es nicht in-game. Ich wechsle gleich, wenn es doch, wenn es jetzt actually nochmal in-game kommt, mache ich, wechseln wir safe auf YouTube. Das ist eine Scheiße. And still base skin. A lot of skin swaps coming through for Nongshim though, trying to change the air, you know, a different vibe. Bei dir ist es auch mit dem Wolf, aber ich sehe nicht mit dem Wolf. What do you mean mit dem Wolf? Just changing up the skin choice. It's a great way of doing it. Oh, fucking hell, Bruder. Mach aus den Stream. Da geht's noch nicht weiter. Diese komischen Riven Emotes, die sehe ich nicht. It's a great way of doing it. And so call me, changing it up a little bit here. Finally, Ruhe. Ruhe und Frieden. Definitely, like, Pool Party Ziggs is one of the better pool parties. Kannst du dich ausstellen, aber wie denn? Du musst in den Chat-Einstellungen ausmachen, aber ich habe doch gerade geguckt. YouTube ist halt immer ein bisschen hinter Twitch. And let's see how his Tristana is going to do, as we do have a controlled setup. Ah, hier ist noch ein Zahnrad. Mihail, oh. Wollen wir jetzt machen? Ereignisse? Wo siehst du das? Chat aussehen Celebration. Oh, es ist weg. God fucking bless, danke Chat. Oh, macht das bitte alle bei euch auch. Macht es einfach aus, das ist ja so cringe. Macht es aus, macht es aus. Danke Chat. Schön versteckt von Twitch, aber meine Güte. We are back in business. Nein, so richtig lustig. Also, wenn ich jetzt will, kann ich probably Leute dazu baiten, das zu machen und das Wolfie-Mod zu spammen und mir ein Geld zu geben oder was. Oder ist das für Bits oder wie? Keine Ahnung, aber das ist einfach scheiße. Das ist einfach kein cooles Upgrade. Es gibt keinen Mehrwert. Es ist einfach nur Kacke. I don't know. Kein Fan. Was gar nicht mitbekommen, dass Twitch das eingeführt hat. Verrückt. Some nice proactive plays from Guger landing the back-to-back hooks with that reduced cooldown. And it's going to be a nice trade. The first satchel, unfortunately, not really doing him any favors in terms of putting... First strike center, ja, ist nicht bad. So, Range ist ja schon relativ hart, Nautilus, und kriegst halt mehr Gold dazu. Ist noch nicht genervt, das First Strike auf dem Patch, also ist nicht schlecht. It ain't bad, it ain't bad. Toplane Dive, unwahrscheinlich, dass es klappt. Owner kann countern, das ist Cassandra. Aber Cassandra hat teilweise gerade keine W mehr. Und Silvi will direkt durchziehen. Owner muss Meta machen. Zeus hat Flash, aber keine W und er ist einfach tot. Owner war nicht rechtzeitig da. Well played dann die Boys von Nongshim. Owner kann höchstens noch zur Wave rüber dashen und das war's dann auch. Zeus TP zurück, um den Farm zu kriegen, der da ist, aber guter Dive. Well done. And he does manage to Vault Breaker over that wall. No interruption there from Nongshim, but that is a great start with First Blood. And I think it all comes back to the sour spots. You know, Owner was up there, but
Sachen im Chat sind lustig, aber Emotes auf dem Bildschirm, ja, fühle ich komplett, Bro, fühle ich komplett. Können meinetwegen gerne das größte Emote im Chat machen, aber halt auf dem Bildschirm drauf nicht. Weil Chat ist ja quasi Opt-in, du kannst halt Fullscreen machen oder halt mit Chat. Je nachdem, worauf du Bock hast. Und ich fühl's mal so, wenn ich LCK-Kostüme, dann will ich halt den Chat nicht haben. Ich habe schon meinen eigenen Chat. Oh. Guter Trade gegen Faker von Call Me. Faker wird die Wave aufgobbeln und Call Me hat ziemlich gut getradet, die Wave reingedrückt. Und er wird jetzt gechased von Sylvie. Jener hat auch noch Rap-Buff für den ersten Auto-Attack gehabt. Jetzt hält er einfach seine E-Stand-Owner, aber zu spät. Nicht wirklich, auch wirklich, kannst du nicht wirklich canceln, ne? Der Charge ist so kurz. Und wenn Owner anfängt zu dashen, fliegt ihm ja quasi der Proc von Permafrost hinterher. Deswegen kann er quasi davon wegdashen, mehr oder minder. Deswegen kommt der Wand immer rüber. Really getting a lot of value in this early game. Was pretty high resource last game as well. That's a nice satchel there from Jiwoo. That's the one that you want to see. Nicht thank you schreiben, Aces. Nicht gut. Sonst fängt der Mann noch an hier. Nee, ist fein. Sonst fangen Leute noch an hier Vigilante sein zu wollen. Push the lane aggressively set up for that dive. Sylvie cuts across. Permafrost is good. Flash for the guarantee. You know, he might not be hitting his ultimates, but as we've seen in the LCK many times, especially, you know, good old Umpty, hitting the Sejuani ultimates not always with... Tony, guckst du heute den Hall of Legends Faker-Film? Wann genau kommt der offiziell raus? Ich hab ihn schon gesehen. Ich will ja nicht flexen, aber ich war ja da. Ich war Teil von der Erstausstrahlung des Films von einer Woche. Ich war ja, ne, ich will ja nicht flexen. Aber, ich bin Teil der High Society. Wann soll der rauskommen, offiziell? Ich habe ihn schon gesehen, Leute. Ich als Tolkien, ganz genau, Kathleen. Ich habe ihn schon gesehen und du nicht. Vitamin B? Ja, I guess. Ich und Faker sind halt Freunde, weißt du? Ich darf ihn auch Sang Li nennen. Sang Liuk. Because we are tight like that. Sylvie moving up as well. I have an idea, an inkling that this could be happening is now he comes in. Junge, diese fucking permanenten Swaps von den Supports. Es gibt einfach, Botlane ist die Insel, Toplane ist jetzt der gute Shit. Aber nur solange die Senna 6 Drafts da sind, also vor allem, weil halt dann mehr Teleports gespielt werden, ne? Weil Senna spielt dann dadurch automatisch auch irgendeinen Support-Teleport mit Ornn oder letzte Runde am Kench. Und Six spielt halt selbst auch Teleport. Und wenn dann mit am Ende quasi jemand Fistfight Topside, schöner Hook-Tank hier von Zeus. Wenn jemand die abfängt, dann auf jeden Fall er. Call Me jumped rein. Faker mit einem Dreimann-Shuffle. Der schaufelt. Erster Kill für den guten alten Guma. Zweiter Kill geht für Zeus. Ornn bleibt noch am Leben, aber nicht für lange. Er sollte irgendwann sterben. Er lebt. Die Voidies wird angeflasht. Und Guga tötet ihn. Bitte für ebenfalls sein Leben. Er hat Zeus auf den Void Grubs drauf. Stammt noch mal Melee vielleicht daher. Da hast du aber lieber die Voidies. Nice, T1. Nice. Good stuff. Guter Play. 3 Kills für einen. Du hast noch 2 Void Grubs erhalten. T1 sehr glücklich. Tolle Ult von Faker. Den Fighter maßgeblich gerettet hat. Hast du schon fertig gegessen? Stark. Fertig gegessen? Nee, ich habe nicht fertig gegessen. Sind ja schon in-game leider. Nicht genug Zeit gehabt. Ja, Chat, also ich will jetzt auch nicht angeben, aber, ne, ich will jetzt nicht flexen auf euch, aber, ups, Faker schon seit 17 Monaten Sub bei mir, ich sag's noch, der ist Fan des Kanals, I'm just saying. And I can respect the concept of this, obviously, I'm just saying. That it is that early Aatrox. Locher, ich bin länger Sub. Ja, Faker hat den Kanal erst vor 2 Jahren basically entdeckt. Dann hat er kurz geguckt und dann hat er gesagt, ah, okay, ich folge rein. Und hat reingesubbt. No way, du hast das bereit? Ich hab's eingegeben gerade. Einfach slash user Faker. Kannst jeden User nachgucken. Zumindest halt, wenn du der Kanal dir gehört. Dann nimm mal Koshi, irgendwann E-Kans. Willkommen, danke dir. Faker, nee, es ist Fakers echter Account-Chat. Es ist actually T1 Faker. No joke, es ist sein Account. Er ist seit 17 Monaten Sub. Look. 17 Monate Sub, wenn du draufklickst, ist sein echter Account. Er streamt zwar nicht mehr auf Twitch, aber 4 Millionen Follower, it's him. Aber es sind gifted Subs, das sind jetzt die Details. Er ist Sub, das musst du zählen lassen. Ob es geschenkt war von einem anderen, er ist Sub gewesen. Für 17 Monate. Das zählt, okay? Das ist was zählt. Guck mal auf Fakers Ult drauf. Hidubi Chilling wartet auf sein Opening. Und guckt, er hat einfach 3-Mann-Ult, Bomben, richtig sexy Play. Gewinnt den Fight damit straight.
für sein Team. So viel Schaden von und auch einfach Positioning halt und auch CC, dass sich halt alles ändert. Durch diese wunderschöne Empress the Wild Kombination mit Shifting Sands, der auch ein Move für den Faker bekannt ist. Faker guckt auf Zweitbildschirm Tolkien Stream. Ganz genau. Er hat es nebenbei offen. Hört sich mein Kokas an. Er lernt gerade nämlich Deutsch. Warum streamt man nicht mehr auf Twitch? Weil sie eine Partnerschaft mit Afrika hatten. Und auch weil mittlerweile Twitch in Korea nicht mehr existiert. Aber das ist erst seit letztem Jahr so. T1 streamt schon nicht mehr auf Twitch seit drei oder vier Jahren oder so. Kleines Signal von Geria, um wieder Teleport zu haben gleich. Summoner Spellbook durchzuwechseln. Danke an Stabler. Vielen Dank für den Start mal. Willkommen. Danke dir. Wann kostest du mit Faker? Nichts könnte eine größere Ehre sein. Aber ja, it's not happening. Der Bro spricht nicht so gerne Englisch. Er versteht zwar alles, er kann auch Englisch sprechen, aber er fühlt sich nicht so sicher. Ist T1 besser als Genji im Moment? Probably not, no. Also, denke mal nicht. Ziemlich eindeutig nicht. Weil wir haben noch nicht die große Änderung gesehen. Die neuen Items sind jetzt ja da, sind einige Meta-Shifts vorgerufen, aber ich glaube, die Meta-Shifts helfen Genji mehr, als die T1 helfen. Denn die AP-Jungler, die würde ich eher mit Kennen assoziieren, als mit Owner. Also, wir haben heute auch Kennen auf Karthus gesehen, auf Nidalee und so. Das hilft eher Genji als T1 und Genji war schon vorher besser als T1. Aber wir werden die Frage beantworten können am Sonntag. Er spielt dann in einem Best of 3 T1 gegen Genji. Um 10.30 Uhr, glaube ich, ne, ist angesetzt das Game. Also wird ein Banger hoffentlich. Ja, aber da geht's dann los. Also, T1 ist auf jeden Fall nicht der Favorit. Genji ist der Favorit. Nein, Mary LPS. Vielen Dank für den Start. Willkommen. Danke dir. Would you say he's unstoppable? I would say that he is difficult to stop, Wolf. Almost impossible. Unchained. Indeed. Well, call me just back to laning. Faker with a decent CS advantage at the moment. Folgen heute Abend Watch Party Deutschland Schottland. Ich würde, aber mir ist 9 Uhr zu spät für meinen Stream. Also ich hätte schon Bock drauf. Also Mittwoch, das Mittwoch Game ist tendenziell interessanter, aber ich bin mir sicher. Carrier to masterwork some of these items. I saw a comment after the first game about how T1's playstyle is so boring these days. Like they keep drafting the Santa drafts and it's always... Warum Überstunden machen? Nee, ich wollte eigentlich kürzer treten mit den Streams. Ich glaube, heute Abend ein bisschen Sport machen und generell halt abends mir auch wieder frei nehmen und frei hernehmen, weil ich habe am Wochenende ja immer die LEC abends, aber in der Woche und drunter kann ich noch theoretisch abends frei haben, ist vielleicht chilliger. Wolltest du Chance Deutschland heute privat? Ja, werde ich safe machen. Ich freue mich echt drauf. Ich habe Bock drauf. Werde ich safe gucken. Speaking of, hast du den Faker-Skin gegönnt? Nö. Halt, wie geht's? Mir geht's gut, lieber doofe Nick. Die waren Game 1 gewonnen, Genji hat 2-0 gewonnen, die beiden Teams spielen nochmal. Ende der Woche gegeneinander, das wird ein Banger. Heute ist noch ein langer Tag geplant, mit ein bisschen Solo-Q-Practice. Ich habe ja wirklich arg reingecringed gestern. Man hat ja wirklich gesehen, ich bin arg washed. Nicht mehr so jung und spritzig wie früher. Ich bin ein schlechterer Spieler, wenn ich nicht Solo-Q spamme. Mit aktuell die Season 3 Top-Lane-Games gespielt. Wir machen heute noch ein paar mehr. Dann bereiten wir uns auf den NO Cup quasi auch individuell vor und üben heute ein bisschen Champions. Ich glaube, heute spielen wir Skana, Cassandra, Aatrox, bisschen Rumble Games, bisschen warm werden für den NO Cup. Denn gestern Abend habe ich den Elden Ring Run fertig vorbereitet, ich habe Mo getötet und den Fürsten Plak zu Jasax. Bin gerade bei Malekith, wir können noch ein bisschen Elden Ring heute Abend, ganz am Abend spielen. Dann würde ich sagen, ich streame so maximal bis 20 Uhr, also noch so maximal 6 Stunden. Und dann mache ich Sport und dann werde ich dann nach Fußball gucken. Das ist der Plan, dann ist der Tag gut durchgetaktet. Ja, mir geht's gut. Eigentlich alles ergibt Sinn, alles macht Spaß, alles sollte durchfließen. Oh man, I hope we get some cool rules. Yeah, in the LCK you only do it for CL. Yeah. Wow, it really goes deeper than I thought. Ja, Early Game Trades sind ja eigentlich relativ ruhig gelaufen. Die Caster reden auch über vieles Draft, wie es in verschiedensten Regionen anders aussieht. Ne, es ist halt einfach schwer, in so einem Stalemate-Game mit drei Teleports wirklich Kills und Progress zu machen, weil dann immer jemand drauf reagieren kann.
Jetzt will Kormi gedive werden von Owner, bekommt er keine Reichweite für seine Ult. Faker muss raussteppen. Das ist in Ordnung. Owner invaded Camps. Selbiges gilt für Sylvie auf Topside. Heißt, beide Jungler machen die Welt mit dem Map-Split. Aber währenddessen ist Botter nicht diveable, weil zwei Mann da sind. Topner nicht diveable, weil Ornn nicht diveable ist. Dafür ist er ja Ornn. Faker läuft Mitte rauf auf Kormi, der flasht über die Ult. Faker muss in die Ult sidesteppen. Guter Move. Jumpt jetzt raus. Kriegt also den Flash von Kormi für seine Ult. Sehr stark von Faker. Dann auch so noch die Blastkugel gedodged. Der Anklippe Demon King wird seinem Namen gerecht. Wird aber jetzt angeflasht. Er hat noch selbst Flash, muss rauskommen. Weißt du, jetzt hier gerade drei Flash gezogen, Faker, und er lebt noch immer. Drei fucking Flashes. Den von Tristana, von Arthas und von Nautilus. Jetzt kommt der Engage durch mit Owner. Und Zeus kriegt vielleicht einen Kill. Die Antwort ist ja. Owner kann auch ausflashen, aber nur für den Moment. Kann dann Leben gehalten werden. Er stirbt. Double Kill aber für den Cassante. Und das war alles rausgespielt vom Goat. Wirklich sehr sexy. Faker überlebt da jeden Skillshot. Jetzt tippt noch Ornn rein, wirft das Horn an und fokussiert in DC Joani Q. Und bam, Junge, Assassin Prox und Soaring Charge noch oben drauf. Am Ende mehrere Kills für T1, nur getradet für Owner. 3 für 1 straight. Und wirklich sehr clean von Faker, was er alles überlebt und outplayed hat. Dass er erst ganz am Ende flashen muss, ne? Dass er quasi Sejani ult, gesidesteppt. Flash oben drauf von Kormi gezogen. Kein Problem. Dann Nautilus Anker mit der Blastkomm beantwortet. Dann Nautilus ult mit Flash beantwortet und dann Artox beantwortet. Nachdem der ein Flash mit dem Shifting Sands. Also Faker wirklich am Arbeiten diese Runde. Tolle Ult auf Top Lane, tolles Sidestepping hier unten und am Ende gehen die Kills an Zeus, der jetzt 4-1 auf Cassante steht. Gleich bei Icebound Gordon angekommen ist und ja, der wird Cassante Dinge machen. Aber ja, also das ist schon sehr sexy rausgespielt, ne? Der Mittler hat gerade eben in der Form mehr oder minder gescheitert. Jetzt gehen wir neu für den Play. Faker löst Fleet Footwork auf den Turm aus. So läuft er mit dem Movespeed von Fleet Footwork auf das Hanna rauf. Forst ihren Flash. Dass der Anker hier nicht trifft, ne? Danke Textbeat von Azir. Dann wird jetzt angeflasht von Gugia, dann flasht er dagegen und dann flasht noch Artox drauf und er kann trotzdem da rauslaufen, rausdashen. Sehr, sehr stark gemacht und dann kann Zeus halt auch schöne Ultwinkel spielen, um die Form freizuschalten, Artox direkt abzuholen und dann ebenfalls rauszuflashen. Auch Zeus hier mit sehr schönen Reengages, hat auch Zeus sehr clean gespielt. Über die Wand rausgeflasht, wieder reingedasht, Simon Q gehittet, um Owner zu verteidigen. Und dann Kehre sagt noch, ey, ich bin Assassin und gefarmte Ornn, ich bin kein Support Ornn, ich bin actually der AD Carry Ornn, ich habe hier die Solo-Kill-XP, die Solo-Landing-XP bekommen. Ich bin Level 10, sehr, sehr High Level, nur sogar Level 11 mittlerweile, selbes Level wie der Top-Liner, wie Zeus. Ich bin strong, ich kann auch einen Sejuani-Jungler mal umbringen. Ich habe 2 Items als erster im Game. Haben die beiden Tanks hier bereits Frozen Heart gekauft, beziehungsweise Thornmail bei T1. So, es geht rein gegen Guga und der wird direkt auch gewonnen. Der wird gerootet und sterben. Der älteste Spieler der LCK findet den grauen Bildschirm gegen den zweitältesten Spieler der LCK, gegen Faker, der ihn lastet. No bad. We do take those. Sehen die jetzt von den Sansa-Daten von Azir eigentlich auch als Nahkampf-Hits für Sejuani? Nein. Das wäre extrem OP, wenn es zählen würde. Imagine, Azir hat so 3 Sansa-Daten, macht einen Auto-Attack und hat direkt 3 Sejuani-Stacks. Bruh, das wäre so OP. Wo Fischer und Dündün wurden rausgewechselt für Kormi und Mili. In Game 2 wurden ein paar Substitutes eingewechselt von Onkrim. Faker lässt den Camp in den Sterben, das ist not bad. Not bad, not bad, not bad. Top-Turm wird jetzt ganz langsam genommen, aber noch ein paar Minions sterben lassen, stark von Faker. Kriegt er mit das lokale Gold noch oben drauf und verlässt jetzt die Lane. Richtung von Hortengeist, ich glaube mehr sollte er nicht über die Tarp, vielleicht Hortengeist und noch diese Asche, wie auch immer die heißt. Oh, gegen Sonjas Sekundär, ist das gut diese Runde? Dann gibt es dagegen dann mehrere Reset-Champions mit Aatrox und mit Tristana. Da macht manchmal Sonja schon Sinn, gerade wenn du Engage Azir spielst, aber ich hätte hier Leandris auch gefühlt. Beides auf jeden Fall kein schlechtes Item, beide Items sinnvoll. Faker wird das besser wissen als ich. Er ist Azir. Kein Pro-Player hat mehr Azir-Games als Faker. Hinaus. Aber er kauft auch nur Sigars Armgarten. Er geht danach direkt für Blasting Wand. Heißt, was baut er gerade? Er baut Voidstuff? Ich guess, er geht jetzt Nashas Tooth, Sigars Armgard, Voidstuff, weil nichts anderes baut sich aus Blasting Wand. As it has been in other games in the past. And T1 looking for an inner turret here as well. They've got a cannon minion. They will be able to cut this one down. Oh dear. This is Imagine Azir mit Melee Grasp. Ja, das wäre Turbo OP. Holy shit, wäre das unbalanced. Hey, kann man sein durchschnittlicher Azir? Yup, trust. Aber der Toplaner ist mehr als überdurchschnittlich, denn Zeus ist wirklich einer der, wenn nicht der beste Toplaner der Welt vom Potenzial her. Er ist manchmal gegen seinen Daddy Doran nicht in der Lage gewesen, das Potenzial zu entfalten, aber bei Worlds haben wir gesehen, was Daddy Zeus machen kann. Und ja, also, über die besten mechanischen Top-Liner reden, dann reden wir wahrscheinlich oftmals über Zeus, über Bin. Und jetzt vielleicht auch über Keen. Denn Keen hat euch extrem gut performt im Finale und auch davor.
in schlechten Teams immer geglänzt. Jetzt ist er in einem sehr guten Team, direkt Meister geworden, direkt LCK und MSI-Champion. Natürlich, wenn du mit Tobi spielen darfst, du mal ein Blessing. Und jetzt wird Silvi gecatcht. Gute Combo, viel Damage gegen Silvi and he dies. Die Sansa hat Moment noch sein Leben. Midi kann währenddessen nichts machen mit seinem Conqueror. Arthrox ohne der Herr ist nicht wirklich logisch. Oh, warte, warte, gleich wieder Infernal Chains. Aber ohne Swordbreaker lässt ihn davon sprinten. Glaubst du, Zeus ist der nächste in der Hall of Legends? Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Faker wird gecatcht, aber er hat Siegers Armgard. Er holt über den Turm, wird jetzt die Sonne essen müssen. Ah, er wird getötet. Euer Flash direkt? Wichtiger Flash. Er hätte früher Sonne essen sollen, er wollte unbedingt halt seine Ult spielen. Wenn er früher Sonne ist, kann er 6 Ult überleben und sein Flash bewahren, aber Armin hat immer noch überlebt. Alles gut, kein Bounty gegeben. Recall-TP auf Midland-Turm drauf, wenn es sein muss, aber der Turm wird schon schnell sterben an 6 Tristana. Guma fast tot, Barry hat auch zu spät, Turm stirbt. Faker TP sehr, sehr tief rein, weil Turm hat gestorben. Er ist jetzt mit Jivo gefokust und Ona und Faker werden ihn wahrscheinlich töten können. Ohne Ult nochmal rein. Dawning Shell oben drauf mit einem fetten Schild, Ohren Ult und da ist Faker zurückgekehrt. Sidestep den Anker, sehr, sehr stark von Faker Dinsky, aber er hat keinen Sonders mehr. Du, guter Lockup hier. Ona, Kira rettet auf jeden Fall Faker da hart und Faker kann rauslaufen. Aber er wurde da gerettet von seinem Teammate auf jeden Fall. Kira und Zeus machen jetzt den ganzen Backline-Zieh und Backline-Damage, den man braucht. Double Kill für Faker. Noch Gumu, sie steppt nochmal rein. Kriegen wir vielleicht noch mehr als das? 3 Mann an HP? Aber Zeus, oh, Kira flasht gegen die Wand, basically. Flasht über die Wand und dasht dann gegen sie. Erfolg war auf jeden Fall dabei nicht dabei. Und Ona lacht einfach nur und trinkt seinen Milkshake. Er lacht einfach nur, grinst ein bisschen und trinkt. Was ein Macher. Ja, Faker Spot Armor auf jeden Fall, aber auch gutes Movement von Faker und in dem Fall wurde er von seinen Teammates halt auch gerettet. Also der Double Knockup gerade eben von Kira war sehr, sehr dick, um Faker zu saven. Wordplay Kira. Jetzt denkt ihr wie von Jivo. Guma ist 1 HP und er brennt noch nicht ganz. Sein Hortenker ist noch nicht fertig. Guma darf leben. Faker hat die Blast Cone hinten sie aber nicht, weil er dann einfach in Sejuani reinfliegen würde. Am Ende stirbt er aber. Und jetzt hier Zeus muss Meta machen. Er schiebt Midi rein, hatte die Ulti, aber das nein. Zeus dachte vielleicht, er hat Ulti, aber er wird auch sterben. Ja, der hat ein bisschen zu viel Spaß. Auch der Gegner teleportet, unterschätzt es mal nicht. Jetzt forcen er einfach Nash. Eine 8000 Gold-Defizit wie im ersten Game hier. Und jetzt sind es schon nur 106.000. Und jetzt kriegen wir vielleicht sogar noch Nash oben drauf. Sie haben nicht den besten Nash-DPS. Aber World Tristana reicht. Die Ulti ist super fragwürdig, Google töten zu wollen, für Nash zu traden. Es dauert ewig, bis er stirbt. Aber ich guess, es soll der Nordhalle sterben, während Nash stirbt. Kein anderer kann da contesten und dementsprechend kriegt Nongshim 2 Games in Folge gegen Timo Nash. In Game 1 war es der zweite, in Game 1 ist hier der erste Nash sogar. Und Guma geht auf die große Pilgerfahrt. Und er dreht ab. Wollte er da wirklich mit seinem Herald reinfahren, um Nash zu stehlen? War das wirklich der Play? Hat er wirklich gedacht, er fährt da kurz rein und klaut Nash? Oder, was war der Call? Oh, geil. Well, they do end up getting the Baron ultimately here after a series of very strange events. Ja, das ist ja der erste Part des Plays, ne? Also erstmal, Faker musste früher Sonne essen, dann wäre er fein, aber die Ult Sonne essen und nicht rausdashen. Freiweise wurde mit er gecancelt, aber dann, der fällt sich erstmal nicht schlecht, dass wir die One jetzt zurück tippen, ne? Faker tippt jetzt zurück, Kira tippt rein, Cassandra tippt rein, 3 Teleports auf deine Fresse drauf, basically. Die ganze Karte fängt an sich zu bewegen und in Bewegung zu setzen. Und ja, am Ende, nee, Quatsch, Zeus ist gar nicht, die wird einfach gemoved, aber 2 Teleports von T1. Dann denkt man sich so, ah, okay, Faker wird von Kira gesaved, nicht bad. Und dann unterschätzt T1 den Enemy Triple Teleport Play, denn die haben auch 3 Teleports. Und obwohl du den initialen Part gewinnst, halt nicht den zweiten Part. Jetzt werden sie antipied. Oh, Scheiße. Oh well, da kommt Jivo rein. Jetzt respawnt Aatrox und Tristana und die kommen auch beide rein, TP'd. Oh, geil. Einfach 5 Teleports in einer einzigen Sequenz. Schon schön. It do be beautiful. Also der einzige Mal mit Teleport ist noch Zeus. Der 6. Teleport dieses Game, der noch nicht benutzt wurde. 1 Teleport also. Wie wird Timon den benutzen jetzt gegen Nash? Wir haben noch gut in Gold vorne, aber eben 5000 Gold. Nash baut wieder auch ein Bounty. Jetzt fällt der Top-Turm auf jeden Fall. Dann vielleicht noch mit Turm, dann vielleicht Drake. Ich muss aufpassen. Don't be too greedy now, boys. Denn diese Runde scalen wir nicht so hart wie letzte Runde. Wenn es um reines Teamfighting gehabe geht. Aber natürlich, wir haben Orn-Items, wir haben Senna-Seelen. Wir sind bereits bei 85 Seelen auf Senna, also. Es sieht nicht bad aus, es sieht nicht bad aus. Wir sind am Chillen. Wir sind am Chillen. Jonah hat einfach zu viel Spaß. Ja, T1 spielt unsauberes League of Legends. Also sie haben gegreedet und ein bisschen Spaß gehabt. Hey. Ja.
Aber es ist unsauber. Muss man kritisieren. Denn Genji war heute aber auch nicht sauber. Genji hatte heute auch ein paar Momente des Struggles. Genji hat auch permanent gegen die gleichen Drafts gespielt. Das ist ja auch das vierte Mal Six Tristana. Und Genji hat mehr Plattformen als T1. Also, tendenziell würde ich sogar behaupten, Genji hat mehr. Also, Genji hat tendenziell sogar schlechter gespielt im Early Game als T1. Aber im Mid Game war Genji cleaner. Aber sie haben im Early Game 10 Platten gedroppt gegen Six Tristana. War noch fairerweise in mehreren Crossmap Plays. Aber ja. Am Ende werden wahrscheinlich beide Favoriten einfach 2-0 gewinnen. Danke dir, Lidex, für den Sub. Vielen Dank für den 34. Comeback. Danke dir. So, das ist der dritte Drake-Fight. T1 hat nur ein Smite. Kyrie hat sein zweites noch nicht gecraftet. Er ist gerade auf Exhaust gegangen mit seinem Spellbook. 50-50 wäre jetzt nicht im Interesse von T1, aber Bob Nongshim kann es erzwingen, weil sie nicht so schwach sind. Mit dem Auslauf der Nash waren sie noch in Position und Nash wird 50-50, geht an Silvi. Starkes Ding von Sejuani und damit auf einmal, ja, das Game ist jetzt schon winnable für Nongshim. Immer noch 6k Goldtiff, 4k Goldtiff, aber winnable auf jeden Fall. Wer ist die beste Senna Pro Player der Welt? Von den Stats her auf jeden Fall Guma. 18-1 auf Senna. In 3 Jahren Senna hat er nur ein einziges Mal verloren. Und das war gegen Halber Life im Spring Split. Ich glaube aber, es ist ein bisschen frech zu sagen, Guma ist die beste Senna der Welt, weil er ist ein sehr guter Senna, aber er hat halt Kyria. Und es gibt halt keinen Support, der so einen großen Pool hat wie Kyria, weißt du? Also, es hängt auch wirklich sehr davon ab, was dein Support spielen kann. Und es gibt halt nicht jeder Support der Welt pickt Ornn, nicht jeder Support der Welt spielt Ashe, Varus, Kalista, Twitch-Support auf dem Level wie Kyria. Also, es ist sehr wichtig. Also, Senna ist ja eigentlich nur ein Enable-Champion. Sie enabled den Support. Der Support kriegt das ganze Gold, der Support darf Teleport spielen, der Support darf dazu rotieren und scalen mit seinem Ornn-Items, was auch immer. Es ist schon wirklich sehr davon abhängig, wer dein Support ist. Also ich würde behaupten, auch so zum Beispiel Ruler auf Senna könnte mit Kyria im Team auch sehr, sehr gut aussehen oder halt so glänzen, wie Guma es tut. Schon großer Vorteil. Ist noch schon neu? Nee, noch schon wird schon länger. Einige Games kommentiert von Nongshim Red Force. Kyria besser Support, wenn du mich fragst, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass wir jemand anderen haben, der gerade so rankommt. Ich meine, letztes Jahr haben viele natürlich über den Support, die chinesischen Sports geredet. Dieses Jahr reden wir einige über Mako, aber würde ich auch nicht agreeen. Ja, ich meine, Lehens war MSI Champion und auch crazy gut gespielt. Aber Lehens jetzt eigentlich, also er ist halt nicht so cracked, ist mehr verrückt, finde ich. Aber ich bin auch vielleicht ein bisschen gegen Lehens biased. Wer weiß. Aber ich würde nicht sagen, dass Lehens der beste Support der Welt ist. Ich würde sagen 100% Kyria. Der amtierende Weltmeister mit seinem Champion Pool, seinem Playmaking Tools, die er mit reinträgt. Aber Lehens hat auch einen wilden Champion Pool und wilde Stärken, die Kyria nicht unbedingt hat. Also Lehens hat auch schon seine eigenen Vorteile. Ist Baron nicht auch sehr gut? Baron ist auch sehr, sehr gut, aber Katie struggelt im Spring Split und jetzt auch im Summer und Baron ist halt mehr so ein wilder Spieler, weil er kein Solo gespielt. Es gab damals diese wilde Statistik von Baron, während er Worlds gewonnen hat, hat er einfach 2 Solo Games gespielt oder irgendwie 5 Games oder so Solo gespielt. War auf jeden Fall einstellig. Also während anderthalb Monate 5 Solo Games, Baron gibt einfach keinen Fick. Und er ist halt ein bisschen, ja, also ein Pro-Player halt auch ein wilder Dude und ich glaube, Baron ist einer der coolsten Teammates zu haben. Weil die Ruhe, die er ausstrahlt, ist so angenehm. Ich werde nie vergessen, DOX gegen T1 Game 5. Alle sind mega am Zittern, alle haben richtig Angst bei DOX und sind richtig aufgeregt, nervös. Und Barrel läuft da so einfach lang, so White Walk, und kaut sein Kaugummi und pickt einfach Bart. Und wird Weltmeister. Was ein Macher. Schon heftig. Der spielt mehr Genshin, genau. Und dann beschwert er sich, weil sein Ahre, sein Ash-Skin hat einfach zu wenig Haut. Zu wenig Oberschenkel ist sichtbar bei seinem Ash-Skin. Das ist nicht wie sein Lieblings-Genshin-Impact-Charakter. Nice. But I don't necessarily know what that means because I don't know which card I played previously. I think we're all fools to predict this game as they're doing Baron. It's a T1 moment here. Und jetzt wird Nash contestet von T1. Mini muss direkt rein tippen, tut er jetzt auch. Schöne Ult von Jivo auf Faker, der direkt dafür spielt, sammelt am Handelflug ein, um wieder einiges an dem herzustellen. Zeus währenddessen gegen Mini gesonnt, aber der Pathmaker würde ihn retten. Jetzt wieder 50-50 Smite, da wäre ein Double Smite diesmal. Und es geht an Vi, glücklicherweise. Double Smite kam rein, damit hat nicht ganz Silvi gerechnet. Smite ist ganz am Ende. Owner wird hier vielleicht noch einen Kill traden können. Jawohl, das ja. Faker hat eine schöne Ult. Hat er noch Sonyas? Er hat Sonyas. Kann Zeus ihn retten? Aber das ist nein. Faker muss sich selbst retten mit dem Flash. Und Faker macht ja ordentlich mit in Game 2. Also der ist für mich, also wirklich, Faker hat so gesmurft in den ganzen Teamfights. Tolles Double Smite von Owner und Kyria.
Denn Sylvia hat da nicht ganz, war nicht ganz ready dafür, auf 2400 schon zweiten zu müssen. Deswegen war es wohl immer noch low-key 50-50, aber halt ein zweit mehr bei T1. Well done, und damit fällt Nash an T1 und sie werden jetzt auch Richtung Top-Lane schon snowballen. Aber Faker stemmt hier ordentlich Gewicht. Also wohl seine Sonja, seine Flashes und seine Ult sind echt cracked im Game gewesen. Web-Pattern Faker. Ist auch ziemlich cool, ne? Orn kann jetzt ja alle Items ausbauen. Heißt, erstmal ich sehe, wie Nash das Tooth ausgebaut. Ziemlich geil, honestly. Und macht, also es klingt auch geil, wenn du halt Attack Speed bekommen würdest. Was gibt Nash das Tooth Upgrade überhaupt? Gibt es einfach alle drei Stats ausgebaut? Ja, ne? So wie andere Items halt auch. Also kriegst du halt Attack Speed, AP und Move und fucking AP. Ist ja perfekt für Azir. Er liebt alle drei Stats extrem. Wahrscheinlich sogar fast besser als Deathcap. Weil du Deathcap ja oftmals auch super spät erst kaufst. Alles, was dieses Item gibt, aber ist ja nicht immer true, oder? Also es gibt nicht immer alles, was dieses Item gibt. Also zum Beispiel, wenn du Infinity Edge kaufst, kriegst du ja nicht mehr Crit, oder? Colmy's positioning here is a little bit suspect. He wants to help Sylvie try to get the steal here, but then he is just flying through the bouncy castle in this one. Flashes over and yes, gets the kill, but dies for it. Also nicht immer. Also, ich guess vielleicht das Crit ausgenommen. Aber alle anderen Sets schon. Seit ganz neue Änderung. Ist ja erst auf 14.11, genau, Patch, auf dem wir sind, auf dem diese On-Item-Änderung da ist. Ist ja mega cool. Weil sonst war es in 14. In Season 14 ja oftmals so, dass wir einfach On hatten, der keiner, denn die Items, die niemand sich ausbauen kann, jetzt kann er jedes Item ausbauen. Aber natürlich eine Menge Items natürlich auswendig zu lernen und ihre Goldeffizienz. Da bin ich noch nicht. Müssen wir die Monate noch machen. Jetzt sehen wir aber eine Ordnung, eine Menge Items ausgebaut. Juxo, The Protean, Nash's Tooth, Opportunity with a Certainty und Frozen Heart. Das heißt, eine Juxo konnte man zu früher ausbauen, Opportunity auch, aber Nash's Tooth und Frozen Heart sind neu. Also ich müsste auch als Caster lernen, wie der Name des Items ist. Heißt ja wahrscheinlich nicht mehr Frozen Heart, sondern dann irgendwie Frozen Eternity oder so, keine Ahnung. Schöne Ult von Faker hier, Solo-Kill gegen Call Me. Der Mann hat jetzt 8 Kills. Sonne ist doch perfekt. Die Kombo. Faker hat jetzt gerade keinen E mehr. Muss gepeelt werden. Da kriegt eine fette Schildkombination durchgeführt. Look at Faker, Playmaker. Gleich bei 10 Kills angekommen. Der Goat am Stemmen dieses Games. Safe MVP für Early Gameplays, aber auch Late Gameplays. Leider nicht ganz 10 Kills, nur 9. Oh, nicht zweistellig. Oh. Aber trotzdem waren 18 von 24 beteiligt. Und auch, dass er das am Ende überlebt mit dem Locket von Kyria, wie seinen eigenen Schilden. Absolut geil. Sonne ist auch sexy. Und damit T1 mit einem dominanten 2-0 am ersten Spieltag ihrer Season im Summer Split 2024 LCK. Banger von T1. Die Jungs wissen aber auch, eine Gegnerin schon war, eine mindere Pflicht-Win. Und damit wissen wir, Chat, 2-0 Gen.G, guter Win, 2-0 T1, guter Win. Am Sonntag geht's gegeneinander. Sonntag ist Anwesenheitspflicht am 16. um 10.30 Uhr. Das El Clasico, der viermalige Weltmeister gegen den zweimaligen Weltmeister und amtierenden LCK-Champion, amtierenden MSI-Champion. Gen.G ist auf jeden Fall Favorit gegen T1 am Sonntag. Aber wir werden natürlich trotzdem hier T1 supporten. Hoffen, dass T1 gewinnt. Sonntag wird ein richtiger Banger. Wer da nicht da ist, der kriegt von mir 2 Monate Timeout. No joke. Für dich, T1.